Servus Leute, falls ihr euch gewundert habt, warum in letzter Zeit hier kein Content kam, ich war im Urlaub, aber das wird sich jetzt wieder ändern. Ich habe noch einen Raid für euch, den habe ich vor circa 10 Tagen gespielt auf Streets. Knappe Situationen, Kaban und hoher Unterhaltungswert, den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Heute ein bisschen später. Seh schon. Ich glaube nicht, dass sie noch PvP ohne Wipe machen. Ich denke, das wird der PvE-Modus sein. Hey, Quitas, servus. Okay. What the fuck, man? Wo kam er denn her? What the fuck? Ich hab mich auf einmal den Nate überholt. Shit. Oh shit, ich kann da nicht hinkabern, ist da. Was ist denn hier auf einmal los? Was ist denn hier los, ey? Hin und wieder sind die Runden auf Streets schon ein bisschen wilder. Gerade. Ich hab eine Idee. Besonders, dass die zu dritt hinter mir auftauchen. Okay, die waren hier drin. Und sind dann gekommen scheinbar. Und der eine, ich weiß nicht, ob die zusammengehört haben. Die sind genau bei mir gespawnt gewesen im Prinzip. Das Wetter ist halt scheiße, ne? Oh fuck, das ist ein Scaff, ey. Ich hätte nicht schießen sollen.
Manche Runden heute waren einfach komplett leer und dann hast du so Runden, wo einfach die Party des Grauens geht. Richtig wild. Und direkt von Anfang an. Hey Leo, servus. Party ist gut, ja. Besonders wenn man am Ende noch steht. Eigentlich keiner sein. Kaban ist halt da, ne? Könnte sein, dass das MG hier einen zerrissen hat. So wie es geschossen hat. Eiskaltes Bags. Ja, Bags Green Lemon zur Feier des Tages. Hilft bei Sodbrennen, habe ich gehört. Kappa. Oh shit. Da hat er sich gerade hingelegt, kann das sein? Okay. Hey Patrick, servus. Stuck im Loading Screen. Mal die Installation überprüfen. Ansonsten fällt mir auch nichts ein. Aber eigentlich sollte es in der Arena schon reinkommen irgendwie, ne? Cache löschen, das könnte auch helfen, ja. Installation überprüfen. Dann sollte es eigentlich gehen. Wir nehmen mal lieber ein paar Drogen. Hat schon Ammo gekostet. Ich habe 3 Leute gekillt, vielleicht auch 4. Funwender. Wie finde ich den PvE-Modus? Ich finde ihn sehr gut. Eine sehr gute Addition. Da muss es natürlich noch ein bisschen was passieren. Aber wird sich als ja ein gleichwertiger Modus etablieren, da bin ich mir sicher. Noch ein Sniper. Ich finde den PvE-Modus persönlich sehr entspannend. Oh fucking hell, okay. Ich glaube, der hört mich nicht, ich bin nicht overweight. PvE ist gut für den Einstieg, ja. Sollte dann auch für einen Einsteigerpreis verkauft werden. Das ist aber hoffentlich bald der Fall. Aber ich glaube, ESG hat selber nicht damit gerechnet, dass PvE so ein Erfolg wird.
Man kann ihn wahrscheinlich in ein, zwei Wochen einzeln kaufen. Im PvE-Modus. Genau das meine ich. Aber auch Akku gerade. Irgendwo war hier ein Schuss. Der kann aber nicht da drin sein, weil da hockt er noch am Granatwerfer. Wo war der? Was war ein Sniper, der geschossen hat? Okay, man sieht halt einfach gar nichts, ne? 50 Meter Sichtweite. Oh, servus. Ich glaube, er ist pisst. Er steht hier die ganze Zeit drin. Er steht hier die ganze Zeit drin und da passiert sowas. Ich habe ihn doch richtig gehört. Er war hier unten drin, ne? Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Ganz ehrlich. Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Der hat mich die ganze Zeit belauscht, ne? Der hat mich die ganze Zeit belauscht. Ja, gerade tun sie sich schwer, mich zu kriegen, ne? Auch da am Anfang der Runde. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, wo der war. Jetzt kann ich nicht zu Kabern rein. Da will ich nicht eigentlich hin. Die Frage ist, war der alleine? Aber ich gehe mal davon aus. Also sein Mate steht jetzt angewurzelt daneben. Ich weiß nicht. Der war hier unten drin, als er geschossen hat, und ist dann hier rüber geschlichen. Ziemlich sicher. Haha, das ist derselbe von vorhin. Ah, das ist derselbe von vorhin. Da habe ich die Runde davor schon gekillt. Das war der, der die Metalltreppe hochgesprintet kam. Ein Ding in der Fabrik. Oh ja, das ist nett. Den habe ich davor nämlich auch schon so eine Kelle verpasst, ey. Dann jetzt sowas, eieiei. Das wird nicht glücklich.
So, gehen wir zu Kavan. Nice, man. Danke für den Prime. Zweitwichtigster im dritten Monat. Willkommen zu Gnabo-Falle. Danke für den Support. Servus, wie geht's? Danke, dass du den Prime bei mir lässt. Okay. Fucking hell. Ich bin tot. Leute! Was macht ihr? Ich glaube, hier oben steht einer drin. Alter. Alter, mach Ammo. Heieieiei, ey. Ich sollte vielleicht nicht mehr leben. Nee, das ist umständlicher. Voodoo und Red Dot ist erstmal da so ein Riesenapparat im Horror. Kein Fall. Gott, den hätte ich haben müssen. Das wäre ein Skeff. Okay. Habt ihr gehört, den Typen, der da gerade gestorben ist? Was er gesagt hat? Das sind immer so diese hängen gebliebenen Viper, die immer diesen Kommunikationsdrang haben. Immer das Gameplay zu kommentieren, live. Players Gas, so, wir müssen uns jetzt mal hier beeilen, ey. Ah, das war auch ein Scav Player, okay. Komm schon, T46. Das ist, glaube ich. So, you are river damage house, okay.
Oh mein Gott, ey. Den hier noch in der Gemma. Okay. Er muss ihn noch hin, auf jeden Fall. Ich schau, dass ich jetzt hier rauskomme, ey. Hier geht nämlich sowas von die Ammo aus. Oh. Fair Scaff. Bali, Bali, lass mich in Ruhe. So, hier war schon wer. Ich habe keinen Bock, mit den ganzen Scavs zu kämpfen. Alright. Der greift dann um, Amy. Jetzt haben wir es aus. Der greift dann um. Naja, reicht. Was ist jetzt hier für Ammo drin? BT? BT natürlich. Ich brauche T46M und was ist drin? BT, GG. Na gut. Das Bravo verbuggt, kann ich nicht sagen, ne. Höre ich auch zum ersten Mal, um ehrlich zu sein. Was ist verbuggt? Die Sache ist die, so Gerüchte, dass irgendwas verbuggt ist oder so, das entsteht gerne mal. Irgendwie, irgendein Streamer sagt es auf dem Stream, diese Ammo ist buggt und dann wird es weitergetragen. Und ich habe nie was von dem Bug gesehen, ja, Roxon, ich spiele es schon eine ganze Weile. So, passt. Naja, mal sehen, ob ich am Anfang einen genäht habe. Wisst ihr was? Machen wir Hallo YouTube, war doch eine gute Runde, oder? Schön Kaban mitgenommen, ein paar Leute gekillt, ein paar brenzlige Situationen überlebt. Es hätte schlimmer kommen können. War eine wilde Runde, ne? Schon. Muss die ganz schön was tun. Dankeschön für die Subs. Yerox, höre ich wie gesagt zum ersten Mal, bis der Erste das sagt. So, drei am Anfang und dann einer mittendrin. Na gut, na gut. Inside.